Nun, um einfach nur sehr eindeutig zu sein darüber, was der Herr sagt, dass, wenn ihr euch anschaut, was auf euren Bildschirmen ist, Fernsehbildschirmen ist, die Worte von den mächtigsten altertümlichen Propheten des Herrn, wenn ihr seht, was die Worte von den Botschaftern des Herrn tun, weltweit jetzt, wenn ihr einfach nur eure Bildschirme anschaut, in Syrien bis zur Ukraine hin, dann sagt der Herr, dass ihr müsst von hier aus diesem Ort herausgehen. Die Gemeinde muss raus von diesem Ort, denn dies wird schlimmer werden. Es wird unerträglich sein in diesem Ort. Es wird sehr unerträglich werden in diesem Ort. Das ist, was der Herr sagt. Der Herr sagt, die Christen und die Gemeinde, ihr müsst euch sehr gut vorbereiten, um von diesem Ort hier wegzukommen. Und sehr bald wird die Gemeinde von diesem Ort weg sein. Wenn ihr euch die Nachrichten anschaut auf euren Bildschirmen in der Türkei und in Syrien, die Worte von meiner Zunge, und dann ihr schaut euch an, was in der Ukraine passiert, welches sich entwickeln wird zu einem Atomkrieg, dann versteht ihr, dass der Herr sagt, ihr müsst von diesem Ort herausgehen. Dies wird eine Kriegszone sein. Es wird unerträglich sein hier. Es wird unglaublich hier sein. Nun, ihr müsst euch vorbereiten, damit ihr hier von diesem Ort rauskommt. Ungefähr 3 Tage zuvor habe ich das glorreiche Lamm Gottes getroffen, oben über der Erde hier in den Wolken, in der enormen Herrlichkeit. Und ihr müsst von diesem Ort hier rauskommen. Die Gemeinde muss aus diesem Ort raus, von hier, denn die Zeit ist vorbei. Die Gemeinde muss von diesem Ort heraus. Denn wenn ihr euch anschaut, was die Worte von meiner Zunge getan haben, in der Türkei, in Syrien, dann findet ihr heraus, dass die Leute, sie sind zwischen 2 Etagen zerdrückt. Die Leute halten die tote Hand von ihrer Tochter, die eingedrückt wurde und die tot ist. Und sie sind überlebend, also halten sie ihre Hand. Die Töchter, sie weinten, bis sie gestorben sind, aber sie halten diese kalten Hände und sogar die toten Körper. Keiner kann sie hochheben, um den Körper zu erheben. Nun, wenn ihr aber auch seht, dass die Worte getan haben von meiner Zunge in der Ukraine, dann müsst ihr von diesem Ort herausgehen. Dies ist, was der Herr sagt. Der Herr sagt, dass die Gemeinde sich sehr gut selbst vorbereiten muss und von diesem Ort herausgehen muss. Es wird hier unerträglich und unglaublich sein, was die 2 Propheten von Gott hier auf dieser Erde tun werden. Es wird unglaublich sein. Ich habe es gesehen, ihr müsst es nicht wissen, bereitet euch einfach vor und geht raus, denn sie werden die ganze Erde zerstören, es wird unerträglich sein, unglaublich. Danke.